Alter, oder? Ja, ist klar. Eine große Hand und einen großen Applaus für Tiroler Fiedel! Hallo Fiedel, grüß dich. Moin, moin zusammen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, Mensch, schön, dass du da bist. Ganz kurz vorweg, wir sammeln ja heute auch wieder. Wenn Fiedel kommt, dann ist immer die Dose dabei. Und ich freue mich, dass ihr mal alles so toll mithelft, dass wir für die Sternbrücke die Leben von Spenden für schwerstkranke Kinder. Und wir haben letztes Jahr 4.400 Euro zusammengebracht. Wie, hier? Hier, nein, insgesamt. Insgesamt. Doch, mein Engagement, Bazar, Tombola und hier. Wie viel Geld hast du insgesamt gesammelt? Weißt du das für die Sternbrücke? Das sind schon insgesamt 45.000 Euro. Meine Damen und Herren, ein großer Applaus für Tiroler Fiedel. 45.000 Euro für die Sternbrücke gesammelt. Ganz große Klasse. Seit 36, 37 Jahren schlägt mein Herz in der Schau, aber auch für die Sternbrücke. Und immer wenn ich die Aktion vorbereite, Unterschriften, Autogramme hole, darf ich seit den Jahren in den kleinen Vorraum, wo der Bus reinfährt. Und der Mörder steht schon in dem Vorraum. Und seit einem Jahr schließt man mich aus. Man schließt dich aus? Ja. Gab es eine Begründung dafür, dich auszuschließen? Nein, wir wollen von der Mannschaft so viel wie möglich fernhalten. Ich habe gesagt, du, das sieht man ja, was dabei rauskommt. Ja, den Ball halten sie schon sehr fern von der Mannschaft. Und deshalb, Entschuldigung, aber ich hole keine Autogramme mehr, keine Unterschriften. Es gibt in Zukunft nur noch ohne, was ich besorgen kann, besorge ich gerne. Aber ich hoffe, dass ihr mich trotzdem unterstützt für die Sterne. Das werden wir, mein lieber Fiedel. Ein großer Applaus für die Olaf Fiedel. Die Enttäuschung kann ich verstehen, wenn man sein Leben lang bei einem Verein einsteht und dann irgendwie so ausgeschlossen wird. Das ist echt keine schöne Sache. Wir begrüßen mit einem großen Applaus Klaus Fock! Großer Applaus für Klaus! Ja. 106 Spiele für den HSV, das ist Horst Schnorr! Großer Applaus! Ja. Helmut Sandner! Ditschi! Hey! Ja. Peter Hinele! Klaus Schatze! Das ist Stefan Schnorr! Meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mal einen großen Applaus. Uwe Seeler! So, ja. Ich bin einer von euch. Na klar, das kann man sehen. Ich träume davon, wie
genau wie ihr einmal im Stadion zu stehen. Hab den Text gerade verdreht, aber mir ist das egal. Heute regiert der HSV und er lässt mir keine Wahl. Denn ich improvisiere und ich informiere euch gerade mal darüber. Denn das kann ich hier, ich kann reden, was ich will. Brauch den Text nicht mehr zu kennen. Ich muss einfach nur einmal diesen geilen Namen nennen. Ich sage H, gib mir ein H. H, S, gib mir ein S. S, V, gib mir ein V. Und jetzt wisst ihr ganz genau, hier regiert der HSV. Ganz egal, wie dieser Text war und im Original. Klingt es anders, aber mir ist das hier völlig egal. Carsten Palme singt jetzt gleich mal wieder hier den Refrain. Ich bin Elvis, nur damit die Leute diesen Namen kennen. Irgendwann wird es gehen, irgendwann wird es sehen. Denn dann werden wir wieder Meister sein. Lass die Liebe nie allein. Der HSV, unser Verein. Irgendwann wird es gehen. Denn dann werden wir wieder Meister sein. Lassen wir Liebe nie allein. Das war unser Verein. Wir träumen nicht vom Titel, wir sehen uns danach. Doch jedes Jahr aufs Neue liegt uns Regen in den Schlaf. Weil die Hoffnung liegt am Grab. Ist wieder nichts gewesen, statt am Rathausmarkt zu stehen. Sitzt man wieder nur am Tresen und philosophiert über Fehler und Veränderung. Das Spiel längst vorbei, doch man geht in die Verlängerung. Was fehlte, war der letzte Schwung. Kleines bisschen Glück, wir sehen uns nach dem Sommer. So bleibt man dann zurück. Denkt darüber nach, wie viele Jahre man schon leidet. Dass man bei Niederlagen manchmal gar nicht mehr verzweifelt. Einfach weil man es schon kennt. Dieses Gefühl so gewohnt. Für die Euphorie am Ende selten spürbar belohnt. Wieder gedacht, dass etwas geht, dafür die Strafe bekommt. Und erneut dabei nicht mehr als an Erfahrung gewonnen. Auch im Rückblick bleibt nicht mehr als eine harte Saison. Doch ich sag's wie Markus Rimosch, dieser Tag wird bald kommen. Irgendwann wird es gehen, irgendwann wird es sehen. Denn dann werden wir wieder Meister sein. Lassen die Liebe nie allein. Das war unser Verein. Irgendwann wird es gehen, irgendwann wird es sehen. Denn dann werden wir wieder Meister sein. Lassen die Liebe nie allein. Das war unser Verein. Schönes Spiel, Leute. Ist ganz egal, wie wir heute gespielt haben. Gut, ein paar auf die Fresse gekriegt. Aber trotzdem, wir stehen zu unserem Verein. Nur der HSV. Nur der HSV.
Trotz alledem, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Kommt gut nach Hause, Leute. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier. Und Gott schütze euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank für eure Spenden. Dankeschön, liebe HSV-Fans. Vielen Dank. Gott sei Dank haben wir früher nicht so schlecht gespielt. Ja, danke. Das ist ruhig.